Mittlerweile bin ich weiter nach Fes gefahren, der ältesten Königsstadt und meiner ersten Großstadt in Marokko. Die Stadt ist bekannt für das traditionelle Handwerk und so konnte ich sehen, wie Teppiche hergestellt werden und die Stoffe gefärbt werden. Viele neue Gewürze entdeckt und habe das erste Mal Kaktusfeigen probiert. Ich lasse Fes jetzt aber hinter mir und fahre weiter in das mittlere Atlas, wo es einen großen Teil der noch lebenden 6000 Berberaffen zu finden gibt, die stark vom Aussterben bedroht sind. Bevor es heute zu den Berberaffen geht, muss ich aber erstmal nochmal komplett durch die Medina, durch die ganze Innenstadt und den ganzen Trubel. Und dann wird es endlich ruhiger, wieder zurück in die Natur. Freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Vom Blue Gate aus geht es jetzt mit einem kleinen Taxi zu der Station, wo die Grand Taxis sind. Da ist immer ein Sammelpunkt. Und von dort aus komme ich dann weiter nach Ifrane und von da aus dann hoffentlich noch weiter, damit ich zu meiner Unterkunft komme, die direkt im Nationalpark liegt, von wo aus ich dann die Wanderungen zu den Affen machen kann. Ifrane wird auch als Schweiz von Marokko bezeichnet, weil hier im Winter so viel Schnee fallen kann, dass es sogar Skigebiete gibt und die Spitzdächer in den Orten an Mitteleuropa erinnern. So, liebe Leute, das hat super geklappt. Da ist das Taxi, da ist das Camping. Perfekt, ich bin viel schneller hier hingekommen, als ich gedacht hätte. Jetzt hoffe ich, dass ich schon direkt einchecken kann und dann geht's los. Zu den Affen ist es von hier aus eine Stunde, anderthalb Wanderung. Perfekt. Also, hinter mir ist noch die Unterkunft und ich mache mich jetzt los. Von hier sollen es so anderthalb Stunden sein. Ich stelle mich schon darauf ein, dass ich nicht vor Sonnenuntergang wieder zurückkomme und die Affen auch im Sonnenuntergang fotografiere und Videos mache und habe mir jetzt mal meine Kopflampe mitgenommen. Auf geht's. Jetzt guckt euch das mal an. Ich meine, dieser Wald, das sieht doch jetzt vom Weitem erstmal aus wie in jedem deutschen Mittelgebirge, oder? Ist doch krass. Da kann man sich richtig vorstellen oder eben auch nicht vorstellen, dass hier gleich Affen leben oder dass dann auch bei uns in Mitteleuropa ganz früher mal Affen gelebt haben. Strange. Weiter geht's. Also ich glaube, jetzt dauert es tatsächlich echt nicht mehr lange. In der Ferne höre ich nämlich schon so ein paar Affenlaute. Ich könnte es vermuten. Darum mache ich jetzt mal meine Kamera fertig. Ich freue mich richtig. Ihr glaubt es nicht, da vorne sind sie. Da. Dann sind die ersten Affen, die ich sehe, tatsächlich oben in der Krone von einer Steineiche. Sammeln sich da gerade die Eichen von den Ästen ab. Und für mich ist das das mega geilste Gefühl, einer der geilsten Momente gewesen, die ich bis jetzt auf dieser Reise habe.
Und die beiden Tiere sind tatsächlich, so wie ich das jetzt erkannt habe, ein Männchen und ein Weibchen, die augenscheinlich auch zusammengehört haben. Weil als sie dann runtergegangen sind, sind sie zusammen von dannen gezogen und wieder zurück in den Wald. Das waren jetzt die ersten Bärbeaffen, die wir gesehen haben. Hier vorne wird es mit Sicherheit noch deutlich mehr geben. Und überlegt euch einfach mal, das sind nur noch 6.000 bis 7.000, die es von denen gibt. 6.000 bis 7.000. Überlegt mal, aus welchem Dorf ihr kommt. Und dann habt ihr da für ungefähr so eine Vorstellung, wie viele Individuen das nur noch sind. Wanderroute ist richtig, richtig schön. Du kommst durch einen wunderschönen Zedern- bzw. Mischwald aus Zedern, Steineichen und anderen Bäumen und keine Affen. Ich habe mich gefragt, wo sind die ganzen Affen? Ich komme also endlich am Ende dieses Wanderweges raus und höre langsam eine Straße. Und vom Weiten hört man Autotüren knallen, Leute reden und da war mir klar, alles klar, da sind sie, da sind die Affen. Hinter mir ist die Straße, da halten die Leute alle und füttern schön die Affen, können sich Futter kaufen und Leute, ganz ehrlich, Affen gehören in die Wildnis, die gehören nicht von uns Menschen gefüttert oder domestiziert, das passt einfach nicht. Und das ist natürlich auch mit ein Grund, warum immer mehr von diesen Individuen dann aussterben. Von dieser Art ist einfach nicht geil. Wenn ihr hierhin fahrt, schaut sie euch an. Das ist auch alles cool. Kauft was bei den Souvenirständen, lasst euch beraten, aber füttert nicht die Affen. Und du kommst immer näher und du siehst einfach, wie Leute aus dem Auto raus die Affen füttern, aussteigen, Fotos machen, die Affen auf der Motorhaube fotografieren und. Und man sieht trotzdem, dass die Affen schüchtern sind. Also es ist jetzt nicht, dass die sich trauen, nah an die Menschen ranzukommen, sondern sie wollen eigentlich einfach nur das Futter. Ich meine, am Ende sind das eher Chips, das sind gesalzene Erdnüsse, das ist Brot, was man den Affen gibt. Also alles keine Nahrung, die der Berberaffe eigentlich essen würde. Und fragst dich einfach nur, wie kommen wir auf die Idee, ein wildes Tier anzufüttern? So zu erziehen, dass es nur darauf wartet, hier gefüttert zu werden, weil dann ist es an sich kein wildes Tier mehr. Dem Tier ist damit überhaupt nicht geholfen. Ja, und dann gehst du durch dieses Waldstück und siehst überall Weinflaschen, Bierdosen, Picknickabfälle und denkst dir einfach, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir Menschen so egoistisch sind, da hinfahren, da unser Picknick machen, eine schöne Zeit haben, ein bisschen die Affen fotografieren, am besten noch selber mit einem Affen posen, damit man das schön auf Social Media posten kann. Gibt es ja zu Genüge. Genug Fotos von Leuten, die einfach nur hier hinfahren, Affen füttern, ein bisschen Fotos machen, ein bisschen posieren und ihren ganzen Mist dann einfach da liegen lassen. Und dann siehst du Affen, die aus den Resten noch versuchen, Schokolade rauszulecken, noch die restlichen Mandarinenreste irgendwie rauspulen und aufessen und ja, und beobachtest dann, wie die kleinen Affen in den Bäumen klettern und denkst dir, ey, das kann doch nicht sein, dass diese kleinen Affen oder generell die Affen so hier leben müssen. Und das als bedrohte Tierart in einem Nationalpark, wo man sich eigentlich fragen würde, da muss doch ein Schutz sein, da muss es doch Ranger geben, da muss es doch Leute geben, die das beaufsichtigen, da muss es doch überhaupt Schilder geben, wo drauf steht, Füttern verboten. All das nicht. Nicht zu finden.
So Leute, das war der erste Tag hier im Ifrane Nationalpark. Und ich muss sagen, gerade am Anfang, wo ich die Affen in der Natur richtig gesehen habe, wo sie sich null interessiert haben für mich oder für andere Menschen, es war so ein viel schöneres Erlebnis. Also diese vier zu sehen, als jetzt hier diese 50, 60 Affen zu sehen, die nur darauf gewartet haben, dass irgendein Auto anhält und den Futter zuwirft und völlig abgerichtet sind, darauf gefüttert zu werden. Viel, viel schöner. Ich bin jetzt gespannt, wie es morgen früh wird. Ich versuche morgen früh zu 7:45 zum Sonnenuntergang hier oben zu sein und hoffe, dass ich dann noch keine Menschen hier habe und ich wirklich die Affen nochmal beim Aufstehen morgens beobachten kann und dokumentieren kann. Jetzt geht es erstmal schnell nach Hause. Ich hoffe, dass ich noch rechtzeitig wieder an der Unterkunft ankomme, bevor es dunkel wird. Aber das wird schon. Bis morgen. So, jetzt nur noch hier hoch und über die Kuppe, dann bin ich wieder bei den Affen. Kommst du langsam oben an, die Dämmerung, es wird langsam heller und suchst mal langsam die Baumwipfel ab. Ob dich da irgendwo ein Affe versteckt? Nichts. Alles ruhig, alle noch am Schlafen. Ich bin jetzt an der gleichen Stelle, wo ich gestern die ersten Affen gesehen habe. Das war hier in den Bäumen da drüben und in dem hier vorne. Aber noch ist nichts zu sehen. Ich laufe jetzt mal durch zur Straße, weil wahrscheinlich halten sich ja die meisten Affen da irgendwo in der Ecke auf. Die Straßenhunde sind schon wach und aktiv, aber von Affen noch keine Spur. Ich bin jetzt an der Straße, wo gestern alles voll mit Affen war. Und oh Wunder, sie schlafen nicht an der Straße. Das Einzige, was hier sind, sind ein paar Krähen und ein Kätzchen. Und das zeigt uns doch wieder, dass die nur hier an die Straße kommen, wegen uns Menschen, weil wir die hier anfüttern. Die sind jetzt wahrscheinlich noch irgendwo tief im Wald drin. Ich suche mir jetzt irgendwie einen Weg, wo ich reinkomme. Da oben ging es rein. Und schau mal, ob ich dort irgendwo finde. Komme ich in den Wald rein und dann hörst du es langsam knacken. In den Bäumen, du hörst die, dass das nicht mehr vom Wind kommt, guckst nach oben in die Baumkronen und dann sind sie da. Machen ihre ganz normale Morgenroutine, ohne irgendwelche Menschen, die anhalten, um sie zu füttern und machen so ihren Daily Kram, das, was man morgens so macht. Sie putzen sich, sie kuscheln noch, die Kleinen suchen noch Schutz bei ihren Eltern, machen mal hier und da ein bisschen Schengele-Mengele, was ja auch mal morgens dazu gehört, jagen sich, käbbeln sich auch und man merkt, wie so langsam der Tag für die Affen hier beginnt. Ja, und so langsam merkt man dann auch, dass mehr Bewegung auf der Straße ist und macht sich Gedanken, warum ist dieser Affe, warum ist der Berberaffe vom Aussterben bedroht? Und dann sieht man es. Dann sieht man es, warum das so ist. Dann fahren Holzlaster vorbei mit 2 Meter Durchmesser großen Zedernholzstämmen. Dann sieht man, wie die Straßenhunde Affen jagen.
und weiß, alles klar, wir sind der Grund. Wir Menschen sind der Grund, warum der Berberaffe vom Aussterben bedroht ist. Wir sind der Grund, warum sie überhaupt hier mit Straßenhunden in Verbindung kommen. Wir sind der Grund, warum deren Lebensraum zerstört wird und minimiert wird und abgeholzt wird. Und wenn man sich dann da reinliest und das mal googelt, kommt man auf Zahlen, dass jedes Jahr 300 junge Berberaffen gefangen werden und illegal nach Europa verkauft werden. 300. Überleg dir das mal. Es gibt 6000 Affen noch, 6000 Berberaffen und 300 Junge, die jedes Jahr nach Europa verkauft werden. Die Rechnung geht lange nicht mehr auf. Und das macht einen echt nachdenklich und das macht einen traurig. Und wenn man dann noch sieht, dass hier Leute halten, die von der ganzen Materie wahrscheinlich überhaupt gar keine Ahnung haben und die Affen füttern und die Affen entwöhnen von ihrer natürlichen Nahrungssuche, macht einen das ein bisschen, ja, irgendwie wütend. Es macht einen wütend. Und man kann einfach nur hoffen, dass diese einzigartigen Tiere und diese schönen Tiere es schaffen und es Leute gibt, auch hier, gerade hier in Marokko, die sich dafür einsetzen, diesen Berberaffen zu schützen und die Leute aufzuklären. Für mich geht es heute weiter nach Marrakesch. Ich kann hier nur eine Momentaufnahme machen. Und ich bin auch kein Experte in dem Gebiet. Ich kann mich auch nur reinfühlen, reinarbeiten und versuchen, ein paar Informationen an euch weiterzugeben und hoffen, dass, wenn ihr hier hinkommt, kein Futter kauft, vor allem nicht die Affen füttert. Kauft euch lieber irgendwie was hier an den Souvenirständen, weil dann merken die Leute auch, wenn mehr Leute an die Souvenirstände gehen und dort kaufen und nicht mehr mit den Pferden reiten, kein Futter mehr kaufen, dann merken die, alles klar. Wir bauen uns lieber auf dem Zweig was auf und versuchen, über den Zweig Geld zu verdienen und nicht über Tierausbeutung und Abgewöhnung von natürlichen Verhalten von Tieren. Ich bin mir sicher, wenn ich in Marrakesch ankomme, dass ich dort Berberaffen an Leinen sehen werde, damit Leute Fotos damit machen können, oder in Käfigen, damit sie verkauft werden können. Auch wenn ihr in diese Orte kommt, macht auch das nicht. Macht keine Fotos mit den Tieren. Posiert nicht mit den Tieren. Nur aus Egoismus, nur damit ihr ein schönes Instagram-Bild habt. Das muss wirklich nicht mehr sein. Heutzutage sollte man darüber Bescheid wissen. Für mich war es trotzdem richtig schön und ich werde jetzt hier noch kurz die Affen ein bisschen beobachten, wie sie rumspielen, bis dann wieder die ganzen Autos hier halten und das Füttern losgeht. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Mir macht das auf jeden Fall Spaß und ich hoffe, dass ich auf meiner Weltreise noch weitere Themen findet, wo ich ein bisschen Input geben kann. Lasst mir ein Like da und lasst mir vor allem ein Abo da und macht auch die Glocke an, damit ihr keins von diesen Videos verpasst. Also, wir sehen uns woanders, würde ich sagen.